Ein 16-jähriges Mädchen ging zum Joggen und verschwand. Die Polizei startete eine Untersuchung, die letztendlich 38 Jahre dauern sollte. Als die Wahrheit ans Licht kam, waren die Menschen buchstäblich schockiert. Es stellte sich heraus, dass der Fall bereits in wenigen Wochen gelöst hätte werden können, aber stattdessen dauerte es fast 4 Jahrzehnte, um Antworten zu finden. In diesem Video erzählen wir Ihnen, was mit Joyce McLean passiert ist. Joyce McLean wurde am 4. September 1963 geboren. Als sie noch jung war, zog ihre Familie in eine winzige Stadt namens Millinocket, die sich fast am Rande der Vereinigten Staaten befindet. Schon früh entwickelte sie eine Leidenschaft für Musik. Das Mädchen beherrschte schnell mehrere Instrumente, aber ihr Lieblingsinstrument war das Saxophon. Sie liebte es, eigene Kompositionen zu schreiben und war Mitglied der Schulmusikgruppe. Darüber hinaus war sie Mitglied des Cheerleading-Teams, spielte Fußball und war allgemein eine sehr aktive Teilnehmerin am Schulleben. Am Ende der Sommerferien im Jahr 1980 bereitete sich Joyce auf ihren bevorstehenden 17. Geburtstag vor. Sie hatte erst kürzlich ihren Führerschein erhalten und plante, mit Freunden und Verwandten an den See zu fahren, um ihren Geburtstag zu feiern. Sie plante sogar, eine lokale Musikgruppe einzuladen, um ihren Geburtstag zu feiern. Joyce hatte noch 2 Schuljahre vor sich, danach plante sie, aufs College zu gehen. Das Mädchen bereitete sich frühzeitig darauf vor, indem sie nur mit Auszeichnung lernte und verschiedene sportliche und musikalische Erfolge erzielte. Am 8. August verbrachte sie den Tag mit ihren Freunden am See, danach beschloss sie, joggen zu gehen. Obwohl Laufen nicht ihre Lieblingsaktivität war, wollte sie während des neuen Schuljahres in der Hicks-Schule Fußball spielen und gab ihr Bestes, um fit zu bleiben. Das Mädchen ging gegen 19:30 Uhr joggen. Normalerweise lief sie mit ihrer Freundin, aber diese hatte an diesem Abend keine Zeit. Joyce hatte eine feste Laufstrecke. Sie lief ein paar Runden auf der Straße, die um ihre kleine Stadt führte. Normalerweise dauerte es etwa 1 Stunde, aber an diesem Abend kam das Mädchen nie nach Hause. Mehrere Stunden waren vergangen, seit Joyce gegangen war, und ihre Mutter fing an, sich ernsthaft Sorgen zu machen. Das Mädchen ließ ihre Eltern immer wissen, wohin sie ging, und wenn sie nach dem Joggen mit Freunden spazieren gegangen wäre, hätten ihre Eltern bereits Bescheid gewusst. Ihre Mutter beschloss, nach ihr zu suchen, und fuhr mit dem Auto durch die Stadt. Sie fragte alle Nachbarn, die ihr begegneten, aber niemand hatte Joyce gesehen. Da die überwiegende Mehrheit der Menschen in dieser kleinen Stadt sich kannte, schlossen sich noch ein paar weitere Leute der Suche an. Die Nacht brach herein, und das Mädchen war immer noch nicht aufzufinden. Daraufhin beschlossen die besorgten Eltern, die Polizei zu rufen. Die örtlichen Beamten schlossen sich sofort der Suche an, und in den folgenden Stunden gingen immer mehr Bürger auf die Straßen. Sie durchkämmten die Route, die Joyce gelaufen war, sowie das Gelände hinter der Schule. Leider gab es keine Spur von Joyce. Mit jeder Stunde stieg die Panik, und die Hoffnung, Joyce lebendig und unversehrt zu finden, schwand. Es war mitten in der Nacht. Die Polizei schloss vollständig aus, dass sie mit einigen Freunden ausgegangen sein könnte. Das Problem war, dass jeder, den sie kannte, zu Hause war und sich später an der Suche beteiligte. Joyces Eltern konnten sich einfach nicht vorstellen, dass ihre Tochter beschlossen hätte, bis spät in die Nacht alleine auszugehen. Sie konnten sie nicht finden, und die Suche zog sich über 2 Tage hin. In dieser Zeit erkundeten Polizeibeamte zusammen mit Einwohnern weiterhin das Gebiet, bis sie schließlich am 10. August die herzzerreißende Entdeckung machten. Joyces Körper wurde nur 60 Yards von den Spielplätzen der Schule entfernt gefunden, nicht weit von den Bäumen. Das Mädchen lag am Boden. Praktisch ihre gesamte Kleidung fehlte, und ihre Hände waren mit einem Stück blauen Stoffes auf dem Rücken zusammengebunden. Die Polizei erkannte sofort, dass das Opfer heftig am Kopf getroffen worden war, aber eine genauere Analyse sollte von medizinischen Experten durchgeführt werden. Nach der Untersuchung des Körpers kamen sie zu dem Schluss, dass das Mädchen mehrere Schläge gegen den Kopf erhalten hatte und ihr Tod am Abend desselben Tages eintrat, an dem sie verschwand. Trotz des nahezu völligen Fehlens von Kleidung wurde das Opfer nicht missbraucht. Leider konnten keine weiteren Informationen erlangt werden. Es wurden keine fremden DNA-Proben am Körper gefunden, und selbst Anfang der 1980er Jahre befand sich diese Technologie noch in den Anfängen.
Die erste Person in der Geschichte, die dank DNA-Tests verurteilt wurde, wurde erst 1987 verhaftet. Die Polizei stand also vor einer komplexen Ermittlung mit minimalen Hinweisen. Kurz nach der Entdeckung des Körpers fanden die Beamten Joyces Kleidung, aber auch das brachte sie nicht näher an eine Lösung. Die Nachricht von dem brutalen Mord verbreitete sich schnell durch die Stadt und versetzte sie in einen sehr düsteren Zustand. Wie üblich hatten die Bewohner solch kleiner Ortschaften mitten im Nirgendwo noch nie einen Mord erlebt. Die Angst wurde noch verstärkt durch die Tatsache, dass der Mörder noch frei herumlief. Seine Identität blieb unbekannt. Angesichts des völligen Mangels an Beweisen kursierten in der Stadt mehrere Theorien. Die beliebteste war, dass Joyces Körper in der Nähe eines Ortes gefunden wurde, an dem weniger glückliche Jugendliche zusammenkamen. Dort tranken sie oft nachts Alkohol und nahmen auch illegale Substanzen zu sich. Die Leute dachten, dass eine Gruppe solcher betrunkenen Jungs Joyce belästigt haben könnte und die Situation außer Kontrolle geriet. Die Polizei überprüfte sogar diejenigen in der Gegend, die regelmäßig Zeit in solchen Gruppen verbrachten, konnte aber ihre Beteiligung nicht feststellen. Eine andere Theorie besagte, dass der Mörder ein Mann gewesen sein könnte, der saisonale Arbeit suchte. Hunderte Menschen kamen regelmäßig in diese Gegend, da es nicht genug Einheimische gab, um alle Arbeitsplätze zu besetzen. Aber auch hier fand die Polizei keine Beweise. Einige begannen sogar, den freiwilligen Helfer zu verdächtigen, der Joyces Körper entdeckte. Tatsache war, dass er die meiste Zeit zusammen mit einem anderen Freiwilligen das Gebiet erkundete. Am Morgen des letzten Tages ging er jedoch alleine suchen. Aufgrund dessen entstand die Theorie, dass er darin verwickelt war, aber auch hier konnte die Polizei seine Schuld nicht bestätigen. Es gab noch eine andere Version. Es stellte sich heraus, dass in derselben Nacht, in der Joyce verschwand, in der Nähe der Stadt ein schwerer Unfall passiert war. Ein 19-jähriger Einwohner hatte sich in eine Garage geschlichen und einen Tanklastwagen gestohlen, bevor er mit einem anderen Fahrzeug kollidierte. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und fiel 9 Tage ins Koma, was es der Polizei unmöglich machte, ihn zu befragen. Als er aufwachte, plädierte er auf nicht schuldig. Die Ermittler wussten nicht, was sie als nächstes tun sollten. Sie hatten keine Beweise oder Zeugen. Infolgedessen landete der Fall jahrelang in einer Schublade, in der die Polizei keinen Schritt näher an eine Spur kam. 8 Jahre später starteten Joyces Angehörige eine Petition, in der sie forderten, den Mord an ihrer Tochter in einer nationalen ungelösten Kriminalitätssendung zu behandeln. Dadurch würde das Wort an Zuschauer in ganz Amerika gelangen und die Aufmerksamkeit potenzieller Zeugen auf sich ziehen. Es bestand immer die Möglichkeit, dass jemand etwas gehört oder gesehen hatte, aber aus irgendeinem Grund nicht zur Polizei ging. Die Petition sammelte 6000 Unterschriften, und die Produzenten der Sendung stimmten zu, ihre eigene Geschichte zu machen. Sie wurde 1989 ausgestrahlt, und die Polizei erhielt tatsächlich viele Hinweise. Aber alle gesammelten Informationen stellten sich entweder als fehlerhaft oder als offen falsch heraus. Leider passiert dies bei fast jedem bekannten Fall. Menschen machen entweder Fehler oder lügen einfach und erfinden nicht existierende Fakten, was die Polizei dazu zwingt, Zeit und Ressourcen für Überprüfungen zu verschwenden. Der Fall kam für mehrere weitere Jahre zum Stillstand, aber die Mutter von Joyce kämpfte weiterhin für die Wahrheit. In den mittleren 2000er Jahren entschied sie, dass neue Technologien und forensische Verfahren helfen könnten, Beweise zu finden, die in den 1980er Jahren übersehen wurden. Dafür mussten Experten den Leichnam des Opfers exhumieren, aber es gab Herausforderungen. Zunächst lehnten die Behörden den Antrag der Mutter auf Exhumierung ab. Sie glaubten, dass in fast 3 Jahrzehnten mögliche Beweise einfach nicht erhalten geblieben waren, aber die Frau bestand weiterhin darauf und im Jahr 2007 gelang es ihr, die Angelegenheit voranzutreiben. Der medizinische Experte Peter Cummings aus Massachusetts trug maßgeblich zu diesen Bemühungen bei. Er wurde in East Millinocket geboren und war zur Zeit von Joyces Mord erst 5 Jahre alt. Trotz seines jungen Alters erinnerte er sich gut an den Schrecken, in den seine Stadt gestürzt war. Peter gab zu, dass es diese Ereignisse waren, die ihn in das Feld der Forensik und Medizin führten. Als er erfuhr, dass die Behörden den Antrag von Joyces Mutter auf Exhumierung abgelehnt hatten, kontaktierte er sie und bat sie, die Idee nicht aufzugeben.
Peter glaubte, dass die Überreste möglicherweise gut genug erhalten geblieben waren, um versuchen zu können, Beweise daraus zu extrahieren. Er kontaktierte auch einen der führenden forensischen Experten in den Vereinigten Staaten, der sich für den Fall interessierte. Joyces Mutter beschloss, die Initiative zu ergreifen und eine unabhängige Untersuchung zu organisieren. Die Exhumierung erforderte etwa $20.000 aus eigenen Mitteln, die die Familie nicht hatte, aber sie hatten die Unterstützung besorgter Menschen, die sich auch nach so vielen Jahren noch an den Fall erinnerten. Mit ihrer Hilfe sammelte die Familie schnell den erforderlichen Betrag und die Exhumierung fand 2008 statt. Zur Überraschung vieler haben Experten tatsächlich einige wichtige Beweise zutage gefördert, aber zu dieser Zeit wurde diese Information geheim gehalten. Die Ermittler sagten nur, dass der Fund nicht zu einer sofortigen Verhaftung führen würde, aber die Polizei eröffnete sofort den Fall erneut. Einige Monate später wurde berichtet, dass unbekannte Personen Joyces Grab geschändet hatten. Die Polizei sagte, sie wüssten nicht, ob es etwas mit den Mordermittlungen zu tun hatte. Die nächste bedeutende Wendung kam ein Jahr später, 2009, und dieser Moment könnte entscheidend gewesen sein, da die Strafverfolgungsbehörden zum ersten Mal seit 29 Jahren einen Hauptverdächtigen bekannt gaben. Gehen wir zurück ins Jahr 1980. Wie wir uns erinnern, stahl einheimische Mann, nur wenige Stunden nach Joyces Mord, einen Tanklastwagen und verursachte einen schweren Unfall, der dazu führte, dass er ins Koma fiel. Dieser Mann war der 19-jährige Scott Fournier, und 2009 wurde er wegen des Besitzes von illegalem Material mit Minderjährigen vor Gericht gestellt. Es schien, als ob die beiden Fälle nichts miteinander zu tun hatten, aber nach der Verurteilung erklärte der Richter plötzlich Scott als eine Person von Interesse im Mordfall Joyce M.C. Lyne und forderte ihn auf, zu gestehen, was er getan hatte. Diese Nachricht überraschte Joyces Angehörige sehr. Sie kannten alle Scott und wussten, dass die Polizei ihn aufgrund dieses Unfalls als Verdächtigen betrachtete. Aber warum hatte ein Richter ihn offiziell nach langen 29 Jahren als Person von Interesse erklärt? Der leitende Ermittler des Falles lehnte es ab, zu der Situation Stellung zu nehmen. Er sagte nur, dass sie seit der Exhumierung erhebliche Fortschritte gemacht hätten und die Untersuchung gut voranschreite. Scott wurde wegen des Besitzes von verbotenem Material zu 6 Jahren und 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Es war ein minimales Strafmaß, obwohl er Vorstrafen hatte. Er wurde 1979, 1980 und 1984 wegen Diebstahls angeklagt, aber alle diese Verbrechen lagen zu lange zurück, um die Dauer des aktuellen Falls zu beeinflussen. Im Jahr 2001 geriet er auch ins Visier der Polizei, als seine 6-jährige Tochter angab, von ihm sexuell missbraucht worden zu sein. Obwohl die Strafverfolgungsbehörden dem Mädchen glaubten, konnte das Verbrechen nicht nachgewiesen werden und Scott wurde nicht bestraft. Das oben Genannte scheint bereits ausreichend, um einen Mann ernsthaft als möglichen Mörder von Joyce in Betracht zu ziehen, aber wie sich herausstellt, ist das nur die Spitze des Eisbergs und es wird noch viel beängstigender. Leider zog sich der Fall noch mehrere Jahre hin. Während der Mann im Gefängnis war, hielten die Ermittler die von ihnen gesammelten Beweise geheim und befragten mögliche Zeugen. Im Jahr 2015 stellten sie ein Team von 10 Männern zusammen und untersuchten erneut das Gebiet, in dem Joyces Leiche gefunden worden war. Am Ende der Suche gaben sie keine Details preis, aber ein Jahr später fügte sich alles zusammen. Am 4. März 2016 verkündete die Polizei offiziell die Verhaftung des Verdächtigen. Scott Fournier, der erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen worden war, wurde in Gewahrsam genommen und wegen des Mordes an Joyce M.C. Lyne angeklagt. Scott, der zu diesem Zeitpunkt bereits 55 Jahre alt war, weigerte sich, sich schuldig zu bekennen, und der Fall ging vor Gericht. Er verbrachte fast 2 Jahre im Gefängnis und wartete auf seine erste Anhörung, weil er nicht über $300.000 für die Kaution verfügte. Der Prozess begann erst 2018, und die Öffentlichkeit erfuhr endlich etwas wirklich Seltsames. Es stellte sich heraus, dass Scott wiederholt gestanden hatte, Joyce kurz nach der Tat getötet zu haben. Bei einer Gelegenheit weinte er und gestand seiner Mutter und seiner Schwester, dass er Joyce getötet habe. Bei anderen Gelegenheiten erzählte er einem örtlichen Priester, einem Bekannten eines verheirateten Paares und einem Arbeitskollegen davon. Einige dieser Geständnisse erreichten die Polizei erst Jahre später, aber einige wurden fast sofort bekannt.
Scott wurde befragt, begann jedoch seine Schuld zu leugnen. Er verwies auf die Kopfverletzung, die er bei dem Unfall erlitten hatte. Nach seiner Aussage dachte er wirklich, er habe Joyce getötet, glaubt aber jetzt, dass es in Wirklichkeit nie passiert ist. Er wurde insgesamt 27 Mal befragt, und Scott änderte immer wieder seine Aussage. Zuerst sagte er der Polizei, dass er Joyce durch mehrfaches Sticheln mit einem Glasisolator einer Stromleitung, der in der Nähe lag, getötet habe. Das Mädchen wurde tatsächlich direkt unter der Stromleitung getötet. Scott gab weiter an, ihre Hände gefesselt, sie missbraucht und dann geflohen zu haben. Die Polizei war von einer Tatsache in dieser Geschichte verwirrt. Erstens konnten sie die genaue Mordwaffe nicht identifizieren, obwohl ein Glasisolator in der Nähe der Leiche gefunden wurde. Zweitens wurde Joyce, wie der Bericht des medizinischen Untersuchers besagte, nicht missbraucht, aber ansonsten stimmte seine Geschichte der Wahrheit sehr nahe. In den folgenden Verhören gab er an, Joyce in Begleitung anderer Männer getötet zu haben. Dann sagte er habe nur zugesehen, wie sie sie angegriffen haben. Dann änderte er seine Aussage wieder und sagte, dass diese Männer ihn gezwungen hätten, an dem Verbrechen teilzunehmen. Es gab viele solcher Geschichten, und während der Ermittlungsphase waren die Ermittler einfach verwirrt. Sie hatten keine harten Beweise gegen Scott, und seine Geschichte änderte sich jedes Mal, wenn sie ihn befragten. Aus diesem Grund wurde er all die Jahre nicht verhaftet. Es dauerte nur seine Zeit, um genügend Beweise zu sammeln, um den Fall vor Gericht zu bringen. Zwei Zeugen halfen dabei, ein Priester und ein Kollege von Scott, die beide von seinem Geständnis gehört hatten. Der Kollege fragte den Mann, wie er damit davongekommen sei. Scott antwortete, dass er die Polizei einfach mit falschen Schilderungen der Beteiligung anderer Personen gefüttert habe und sie so auf eine falsche Spur gebracht habe. Der Kollege meldete das Gespräch seinen Vorgesetzten, jedoch nicht der Polizei. Offensichtlich haben sie die Informationen nie an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben. Er gestand dem Priester, dass er Joyce nicht missbraucht habe, weil sie zur Tatzeit ihre Periode hatte, und das war ein entscheidender Faktor. Die Polizei hat diese Informationen nie preisgegeben, obwohl sie davon Kenntnis erlangte, nachdem sie den Körper des Mädchens untersucht hatte. Es stellt sich heraus, dass Scott solche Details nur gekannt haben konnte, wenn er selbst der Mörder war. Scotts Anwälte behaupteten, dass alle Beweise nur indirekt seien, und sie schrieben das Geständnis ihres Mandanten den Kopfverletzungen zu, die er bei dem Unfall erlitten hatte. Sie verwiesen auch darauf, dass die Polizei den Mann nicht sofort nach seinem ersten Mordgeständnis verhaftet hatte. Darüber hinaus rügten die Anwälte das Gericht dafür, andere Verdächtige nicht in Betracht zu ziehen. Zum Beispiel versuchten sie, den Mann, der Joyces Leiche entdeckt hatte, Peter Lally, zu beschuldigen. An diesem Morgen sollte er gemeinsam mit einem anderen Freiwilligen nach dem Mädchen suchen. Sie hatten vereinbart, sich um 06:00 Uhr morgens zu treffen, aber Peter tauchte nicht auf. Später erfuhr der Freiwillige, dass er frühzeitig hinausgegangen war und die Leiche gefunden hatte, aber hier gibt es auch einen merkwürdigen Punkt. Die Schwester dieses Freiwilligen wohnte neben Peter, und an diesem Morgen sah sie den Mann beim Morgengrauen das Haus verlassen. Laut der Frau hatte er eine große Sporttasche in der Hand, und als er nach dem Auffinden der Leiche nach Hause zurückkehrte, wirkte er glücklich und lächelnd. Diese Geschichte scheint zweifelhaft zu sein, allein schon aus dem Grund, dass der Freiwillige dies alles erst 16 Jahre nach dem Mord der Polizei meldete. Das scheint bereits seltsam zu sein, und es ist unmöglich, die Authentizität seiner Worte zu überprüfen. Leider starb Peter Lally zwei Tage vor Scotts Verhaftung an einem Herzinfarkt. Aus diesem Grund wird niemand jemals wissen, warum er früher herauskam, aber die Polizei sagte, dass es keine Beweise dafür gibt, dass er in den Mord verwickelt war. Die Anklage wies alle Argumente der Anwälte zurück. Sie versicherten, dass die Polizei alle möglichen Verdächtigen untersucht habe und nicht einmal einen Hinweis auf ihre Beteiligung finden konnte. Scott hingegen gab viele Gründe zur Verdächtigung. Sogar sein Stiefvater sagte der Polizei früh in den Ermittlungen, dass er Scott des Mordes verdächtigte. Nach seiner Aussage hatte der Junge einige Tage vor dem Vorfall vor, abends laufen zu gehen. Er erwähnte auch, dass er Mitgefühl für Joyce empfand. Außerdem führte Scott die Ermittler beim ersten Geständnis zum genauen Ort, an dem er Joyce angegriffen hatte. Der Junge nannte ihnen die genaue Stelle, an der die Leiche gefunden wurde.
Sie zitierten mehrere weitere Zeugen, um die Theorie zu belegen, dass er daran beteiligt war. Am Abend von Joyces Mord sahen das Paar gegen 21 Uhr, wie Scott mit einer Flasche Alkohol in der Hand an der Stelle des Mordes vorbeilief. Außerdem lief nach ihren Aussagen ein unbekannter junger Mann neben ihm. Sie wussten zu diesem Zeitpunkt nicht, dass dort der Körper des Mädchens gefunden werden würde, aber sie meldeten es später der Polizei. 1,5 Stunden zuvor hatten auch 2 lokale Teenager Scott und einen unbekannten jungen Mann in diesem Bereich rennen sehen. Der Prozess dauerte etwas über 2 Wochen, und das endgültige Urteil wurde am 5. Februar 2018 verkündet. Scott wurde des Mordes an Joyce schuldig befunden und zu 45 Jahren Gefängnis verurteilt. Zu diesem Zeitpunkt war er 57 Jahre alt, und das Urteil garantierte praktisch, dass er den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen würde. Im Jahr 2019 legten Scotts Anwälte Berufung ein, was ihnen half, eine neue Anhörung zu planen. Das Gericht änderte jedoch nicht das ursprüngliche Urteil. Nach Ansicht des Richters waren die Beweise gegen den Täter umfassend, und alle Argumente der Verteidigung hatten kein Gewicht. Die Angehörigen von Joyce hoben die schwere Last der Unwissenheit von ihren Schultern, die sie 38 Jahre lang begleitet hatte. Die ganze Zeit über hatten sie für die Wahrheit gekämpft, und ihre Mutter trug am meisten dazu bei. Diese Frau widmete ihr Leben der Gerechtigkeit. Schließlich ging sie noch einen Schritt weiter und half dabei, ein Gesetz zu verabschieden, das den Behörden ermöglichte, erhebliche Mittel für die Einrichtung von Ermittlungsgruppen für ungelöste Mordfälle bereitzustellen. Ein obskurer Punkt bleibt jedoch in der ganzen Geschichte: Wer war der andere Mann, den Zeugen gesehen haben? Scotts Beteiligung ist fast offensichtlich, er kannte so viele Details, die die Polizei nie öffentlich bekannt gab. Es kann nicht einfach als Vermutung abgetan werden, aber was ist mit den beiden Gruppen von Zeugen, die der Polizei dasselbe berichteten? Könnte es sein, dass Scott diese Tat gemeinsam mit einer anderen Person begangen hat? Auch dieser Punkt ist fragwürdig. Nachdem Joyce getötet wurde, stahl Scott einen Tanklastwagen und hatte einen Unfall, aber er war der Einzige im Auto. Wo ist sein vermeintlicher Partner geblieben? Es ist möglich, dass sie sich sofort nach dem Mord getrennt haben, aber die Version des zweiten Mörders scheint zweifelhaft. Teilen Sie Ihre Meinung zu dieser Geschichte mit und vergessen Sie nicht, das Video zu mögen, wenn Ihnen gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen.